Hallo! Hallo. Hallo an alle, die uns zugucken. Es kommt wahrscheinlich wieder ein bisschen zeitversetzt, deswegen würde ich mal kurz ein paar Minuten warten. Ein paar Sekunden natürlich. Nicht ein paar Minuten. Jetzt haben wir ein paar Zuschauer. Jawohl, da kommen die ersten Leute. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Garden Show Talk. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir warten noch ein paar Sekunden, bis sich hier ein paar Leute versammelt haben. Wir wollen ja allen die Chance geben, von Anfang an dabei zu sein. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Und bei euch ist alles in Ordnung. Hier kommen die ersten Winkehände. Hallo. Tolle Technik, Instagram. Großartig. Schön, dann würde ich sagen, fangen wir schon mal langsam an. Und zwar haben wir uns für unseren zweiten Talk ganz tolle Gäste eingeladen. So, wie das die Leute auch immer im Fernsehen sagen, so sage ich das heute auch. Und zwar Vanessa Ganser und Ilaria Vitolano. Die beiden sind auf unserem aktuellen Cover von der Garden Show 16. Das heißt, die meisten dürften die beiden sehr gut kennen. Vor allen Dingen unsere Garden Show Leser kennen die beiden schon relativ gut. Wir haben nämlich eine große sechsseitige Story über die beiden geschrieben. Genau, wie sie zum Tanzen gekommen sind, wie sie so zueinander gefunden haben und all solche Sachen. Genau, und da würde ich sagen, wir holen mal die Vanessa dazu, wenn sie denn schon da ist. Ba, ba, bam, Vanessa, da ist sie ja hin. Warten. Und dann. Hallo. Hallo. Hat alles eingerichtet? So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Ja, sieht gut aus. Kannst du uns schon hören? Ja, ihr mich auch? Ja, hör ich auch. Wo bist du denn? Bei dir im Wohnzimmer? Oh, Hallo? jetzt sind wir gerade. Warte mal, jetzt bist du gerade hier. Dingsbums. Es lädt. Ich hoffe, die Verbindung bricht nicht ab. Uiuiui. Könnt ihr uns noch? Live ist live, so ist es. Ja, jetzt sehen wir dich wieder. Was ist mit deinem Internet? Hallo? Hallo. Jetzt geht's, oder? Ja. Ja, okay, sehr gut. Wo bist du im Wohnzimmer bei dir? Ja, im Ankleidezimmer gerade. Ah, im Ankleidezimmer. Okay, sehr gut. Sehr schön. Wie geht's dir denn gerade so? Ja, gerade geht's mir gut. Und euch? Ja, und auch. Und so angesichts der Sitz. Warte mal, die Leute schreiben mir gerade Verbindung bei Vanessa ist schlecht, hängt. Aber ich glaube, es wird jetzt Ja, es wird besser. besser. Zumindest wird es bei uns jetzt besser. Genau, wir versuchen es einfach mal und wenn es nicht geht, dann können Wenn wir nicht, es gehe ich nochmal. mal woanders hin. Wenn es Ja, nicht im geht. Moment geht's. Also ich denke mal, jetzt gerade läuft. Genau, okay. Angesichts der aktuellen Situation, Corona und so weiter, wie geht es denn damit um? Ja, gut. Jeder weiß ja, wie das im Moment ist. Und ja, so gut wie es geht, nur immer zu Hause bleiben, halt nur in Notfällen rausgehen. Die Trainingshallen sind ja leider auch zu. Und ja, nur wirklich im Notfall rausgehen. Die können zur Arbeit gehen, wenn nicht Homeoffice machen. Und ja, bei uns ist ja auch schon so teilweise eine Ausgangssperre. Deshalb kann ich ja leider nicht mit Ilaria hier zusammen live gehen, was wir eigentlich machen wollten Ja. ursprünglich. Und ja, jetzt halt viel zu Hause bleiben. Ja. Die Leute schreiben zum Teil immer noch, dass es irgendwie hängt und nicht funktioniert. Bist du weit vom Ruder Nee, weg oder? Also, weil du eigentlich meinst, wir nicht. könnten nicht auch nochmal woanders hingehen? Moment. Ich probiere es mal. Ich habe mal die Home-Story schlechthin. Vielleicht geht es ja besser. Weil bei uns wird noch renoviert. Ich kann nicht überall hin. Okay, na gut, So. bei uns funktioniert und ich hoffe, es funktioniert bei den meisten anderen auch.
Okay, wir hatten vorab schon ein paar Fragen bekommen von Leuten. Sprich, Warte mal, jetzt müssen nee, wir es mal hängt kurz hängen. wieder. Da ist sie. Ich weiß nicht, was da los ist. Man hört Vanessa zwar gut, aber das Bild ist nicht gut. Wir probieren. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit. Von daher können wir auch noch mal kurz ausprobieren. Am Ja. besten in Ruhe hinsetzen, weil sonst ist es blöd. Ja. Genau. Ja. Alter, Platz war besser. Ah! Ja, am besten setze ich vielleicht einfach wieder hin, weil ich glaube, der Ton war bei den meisten zumindest ganz gut. Es hängt wieder. Was habt ihr denn für Internet? Okay, jetzt hängt es auch wieder bei uns. Tja, wie gesagt, live ist live. Wir haben das vorher nicht getestet. Sonst hättet ihr uns ja beim Testen schon gesehen. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Ja, wir können doch vielleicht. Guck Da mal. ist er weg. Ja, wir versuchen mal, ob das Internet bei Ilaria besser ist. Genau, das ist eine hervorragende Idee. Ilaria hinzufügen. Mal gucken, ob es da besser ist. Jetzt ist sie ganz weg. Ja, immer mit der Ruhe. Wir holen sie wieder. Da ist Ach, guck Ilaria. Hallo. mal. Bei Hallo. dir ist das Internet besser. Ja, zum Glück, ich habe es gerade gemerkt, bei Vanessa ging gerade gar nichts, ne? Ja, vielleicht hat Vanessa jetzt gerade die Chance, sich nochmal neu zu positionieren. Ja, Na, fangen genau. wir einfach mit dir an. So sieht's aus. Dann überbrücke ich mal. Ja, sehr gut. Hier schreibt gerade übrigens jemand, ich bin Telekom-Berater, vielleicht kann ich auch in Anschluss. Auch nicht schlecht. Ja, na, dann Abfahrt. Schnell zu Vanessa und helfen Ja, und aber echt. eine Verbindung aufbauen. Egal. Dann reden wir jetzt erstmal über dich. Wie geht's dir denn? Soweit ganz gut. Ich bin zwar viel daheim, aber mit meiner Uni bin ich trotzdem ständig, also ich habe ständig was zu tun. Ich habe dieses Problem nicht, dass mir langweilig wird hier daheim, weil bei mir halt alles ganz normal weitergeht, aber sonst soweit passt alles. Und bei euch auch Okay. alles gut? Ja, bei uns ist auch alles gut. Sehr gut. Ja, wir haben uns ja unsere Arbeit jetzt selber gemacht, Ja, von aber daher. echt. Genau, Ah ja. ja, ich wollte auch noch mal Danke sagen für den schönen Artikel und Oh, dass es alles so gerne. gut Vielen geklappt Dank. Oh, hat. das Haben ist uns süß. mega gefreut. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, das Gern ist krass, geschehen. ne? Wenn man sich so überlegt, wir haben uns vor 3 Monaten ungefähr das letzte Mal gesehen. Ja, Da war das die hat Welt noch mega in lange. Ordnung. Wir waren bei euch in der Halle. Aber das geht jetzt natürlich alles nicht mehr. Das stimmt wohl. Vanessa hat es ja gerade auch schon gesagt, leider alles zu. Man kann ja nicht mal irgendwie jetzt die Zeit nutzen und sich schon mal auf die neue Saison vorbereiten, aber muss man jetzt halt eben so hinnehmen. Genau, das stimmt. Ja, auch an dich hatten wir schon ein paar Fragen vorab bekommen Genau. von unseren Usern. Übrigens hat Vanessa gerade geschrieben, dass sie wieder da ist. Also wir probieren Achso. das nachher nochmal. Oh. Mal schauen. Die erste Frage kam hier gerade rein, habe ich gerade gesehen, ob du noch tanzbar tanzt. Ja, also wie ja sicher alle mitbekommen haben, haben wir jetzt ja dieses Jahr gar nicht tanzen können. Es war halt aus persönlichen Gründen, hauptsächlich bei meinem Tanzpartner. Der wohnt ja auch nicht hier in der Nähe. Das heißt, der fährt ja auch immer 1,5 Stunden allein schon zu mir ins Training. Und ja, durch private Gründe hat es halt eben dieses Jahr nicht hingehauen. Aber es gibt gute Nachrichten. wir haben auf jeden Fall vor, dieses Jahr nochmal ein Comeback zu starten quasi und noch ein zweites Jahr dran zu hängen. Wenn alles Cool. gut läuft und sich die Lage jetzt beruhigt. Ja. Ich meine, ihr wart ja auch super erfolgreich gerade, ne? Süddeutsche Ja, es hat echt Meisterschaft und gut so. Das geklappt. war ja sehr schön. Genau. Was studierst du denn? Kommt hier als Frage rein. Ah, ich studiere Kultur und Wirtschaft, also Spanisch ist mein Hauptfach, BWL habe ich als Nebenfach und dann halt eben so Fächer wie Medien- und Kommunikationsmanagement habe ich mit drin oder Sprachwissenschaften und das Ganze halt auf Spanisch. Auf Spanisch, nicht schlecht, muss man auch können oder wollen. So bis zum Ja, da Sprachjahr. wird man dann schon reingeschmissen, relativ schnell. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Aber es Okay. klappt ganz gut bisher. Okay. Gut. Wann hast du angefangen zu tanzen? Die nächste Frage. Ich habe mit 7 angefangen zu tanzen, habe dann ein Jahr bei den Minis quasi getanzt noch. Also nee,
Nee, ich habe eigentlich nur ganz kurze Zeit bei den Minis getanzt, habe dann ein Jahr bei der Jugend getanzt sofort und bin dann 2008 das erste Mal habe ich angefangen, Mariechen zu tanzen und seitdem dann, genau, seit 2008 tanze ich jetzt Mariechen und davor ein Jahr eben Turnier mit der Garde und mit dem Schautanz. Und Genau, seitdem. du warst ja auch zuerst in Plankstadt, ne? Genau, ich habe zuerst bei mir hier, wo ich wohne, gerade 3 Straßen weiter war die Trainingshalle, hier in Plankstadt getanzt, bis 2011. Und dann bin ich zum Vollrio und da bin ich jetzt seitdem. Ich lache gerade, weil hier gerade jemand schreibt, dass du genug Snacks für dein Interview. Ich habe sie tatsächlich alle in die Schublade geräumt, dass die Leute nicht denken, ey, die hat einen totalen Schaden. Weil wirklich, mein Freund war gestern hier und hat ganz viel Essen wieder mitgebracht. Cookies und Schokokrossis und alles Mögliche. Und es steht hier auf meinem Schreibtisch bei meinem Lernzeug, weil da braucht man ja Snacks. Aber ich habe es jetzt erstmal verstaut, dass es niemand hier sieht. Ich will ja nicht nur immer am Essen sein. Übrigens, kleiner Spoiler, was es mit den Snacks auf sich hat, das steht in der Garde- und Show übrigens. Das erklären wir Ja. Genau. Ist das Ups. so? Ja, hast du noch reingeschrieben? Ich hoffe. Ja. Genau, dann kam ja noch die Frage, ob wir den Livestream speichern. Der ist auf jeden Fall in unserer Story nachher abrufbar. Und dann gab es noch eine Frage, was waren deine schlimmsten Verletzungen beim Tanzen? Ich habe zum Glück bisher echt Glück gehabt. Dreimal auf Holz klopfen, dass es auch so bleibt. Ich hatte tatsächlich bisher nur einen Muskelfaserriss. Das war auch damals der Grund, warum ich dann ein Jahr pausiert habe, bevor ich zum Vollrio bin. Da habe ich mir im Training halt eben Muskelfaserriss zugezogen, habe dann relativ lange pausieren müssen, weil ich erstmal weiter trainiert habe und es dann halt eben immer schlimmer wurde. Und ja, aber bisher noch nichts Großes, beziehungsweise jetzt letztes Jahr eine Knochenhautentzündung, wo ich halt mal 6 bis 8 Wochen Pause machen musste. Das war dann noch so eine Sache, aber wo ich richtig verletzt war, hatte ich zum Glück nur den Muskelfaserriss und sonst halt eben mal was ausgerenkt oder irgendeine Entzündung. Das kennen ja die meisten vom Tanzen. Ich wollte sagen, das ist ja total normal unter Tänzern, dass man da mal eben Muskelfaserriss hat oder mal eben Ja. scrollt und dann, ach komm, was soll's, ist Aber wenn egal, ich wir mir zum machen Beispiel die trotzdem weiter. Vanessa anschaue, da hatte ich echt noch Glück. Die hat es ja dieses Jahr ganz anders erwischt. Das stimmt. Das stimmt. Da reden wir dann auf jeden Fall dann auch gleich noch drüber. Ja. Ja, genau. Genau, dann geht es noch um die Uniform. Wo lässt du deine Uniform anfertigen oder hast du es vielleicht sogar selbst gemacht? Nee, also meine Uniform mache ich nicht selbst. Ich bin da tatsächlich bei einer ganz kleinen Schneiderin, die das privat macht, in Würzburg. Ich fahre dort immer 1,5 Stunden hin, aber ich bin dort jetzt seit 2011, seit ich eben zum Vollrio gekommen bin und die näht jedes Jahr mein Kostüm. Und man muss dazu sagen, ich bin immer bis 3 Wochen vorm Turnier noch unschlüssig, was es denn dieses Jahr überhaupt für eine Farbe werden soll oder wie es überhaupt Oha. aussehen soll. Deswegen, ich fahre dann wirklich so 3 Wochen vorm ersten Turnier das erste Mal hin zum Ausmessen, bringe ihr den Stoff und einen Entwurf und sage so, ja, sind jetzt noch 2 Wochen, dann müsste ich das Kostüm haben, weil es müssen ja noch Steine drauf und der ganze Feinschliff muss gemacht werden. Deswegen habe ich da echt eine Schneiderin gefunden, wo perfekt passt, weil ich halt immer recht kurzfristig das Ganze mache. Und ja, in Würzburg eine ganz kleine, die macht es bei sich daheim im Nähzimmer, privat, näht aber mittlerweile, glaube ich, auch schon für mehrere Leute von unserem Verein. Genau. Ja, schön. Da freut sie sich bestimmt, wenn du so 2 Wochen Ja, vorher kommst. die kennt die, weiß schon Bescheid. Die Ja, hat jetzt schon bei alle manchen ist Kostüme es ja, genäht und klappt immer super. ja. Bei manchen ist es ja echt so, dass die da irgendwie Monate vorher ihre Entwürfe Ja. abgeben müssen, weil die ja dann auch so viele Aufträge haben und so. Also bei Da mir fängt es vor Juni, Juli überhaupt nicht an, überhaupt sich mal Gedanken zu machen. Ich bin da recht entspannt. Zumal das Ja, auch dann. hauptsächlich meine Schwester macht und die hat immer gute Ideen und es passt immer recht schnell. Sehr gut. Okay, dann wird noch gefragt, ist das Training bei euch streng? Also ich glaube, bei dir und Vanessa eher nicht so, wie Die Garde- und Schuhleser wissen es schon. wir es erlebt haben. Naja, also von streng ist bei mir und Vanessa auf jeden Fall kann gar nicht die Rede sein. Bei uns ist das Training total locker, wie die meisten ja auch schon in der Garde- und Show gelesen haben. Bei uns läuft es so ab, wir haben einmal die Woche 1 Stunde Training.
Und das ist dann meistens so, also wir sind ja schon die älteren Hasen, wir brauchen meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir überhaupt mal warm sind. Also zumindest ich. Ich brauche immer mega lange. Dann wird meistens einmal durchgetanzt, komplett. Dann sagt mir Vanessa halt meistens, was ich verbessern soll. Oder wir feilen aus und besprechen nochmal ein paar Stellen. Ja, und dann geht das Ganze noch so, ja, 20, 25 Minuten. Dazwischen wird auch viel gequatscht. Also Mariechentraining ist echt locker bei uns. In der Garde läuft das Ganze geordneter ab, sagen wir es mal so. aber trotzdem, also ich muss sagen, bei uns, das Training ist zwar streng, also wir haben unseren genauen Plan. Es wird nicht langweilig, sagen wir es mal so. Wir sitzen nicht viel rum, auch wenn man das bei unseren Stories immer denkt, weil wir immer unser Essen dabei haben. ja, aber es macht trotzdem viel Spaß und wir haben trotzdem auch im Gardetraining oder im Schautanztraining mega viel zu lachen und ist trotzdem ein gutes Mittelmaß zwischen streng und locker. Also uns gefällt es auf jeden Fall gut, so wie es ist. Dann schreibt die Jolien, ich weiß nicht, ob das sogar deine Schneiderin ist. Hast du schon einen neuen Uniformfarbwunsch? Nee, das ist nicht meine Schneiderin, aber das ist so eine Sache. Ich habe immer so viele Ideen und meine Schwester hat auch schon wieder Stoff bestellt für die neue Uniform. Aber wir haben jetzt schon wieder drei verschiedene Farben, zwischen denen wir am Überlegen sind. Und bisher steht noch gar nichts. Also ich habe noch überhaupt keine Idee dieses Jahr. Es wird dann bestimmt wieder mega schön und ich freue mich dann auch wieder drauf, aber das dauert bei mir immer noch ein bisschen, wie gesagt. Also im Sommer dann irgendwann setze ich mich da dran. Okay, das klingt aber auf jeden Fall auch nach auf gar keinen Fall irgendwie aufhören oder so. Solche Fragen kamen nämlich auch vorab rein, so macht ihr weiter, wie sieht es jetzt aus bei euch und so. Bei dir geht es weiter auf jeden Fall. Bei mir geht es auf jeden Fall weiter, genau. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es mit der Uni nicht so ganz klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe jetzt gesehen, dass das eigentlich ganz gut klappt. Klar, es ist stressig, weil ich nebenbei auch noch arbeiten gehe, aber solange es so läuft und auch mit der Uni alles klappt und es mit dem Tanzen auch immer noch so erfolgreich ist und man den Spaß dabei hat, habe ich auf jeden Fall vor, noch weiterzumachen. Sehr schön. Das lässt noch das Fanherz überschlagen. Ja. So, dann wird noch gefragt, die Lea fragt, warum tanzen die Mariechen keine Garde bei euch? Ist das so? Also bei uns ist es eigentlich so, dass jedes Mariechen auf jeden Fall Garde tanzt. Das war auch bei mir so und bei der Vanessa auch, als wir kein Paar getanzt haben. Aber dadurch, dass wir jetzt Mariechen, eigentlich Garde, gemischte Garde, Schautanz und Tanzpaar hätten, hätten wir 5 Disziplinen und dann würden wir halt 6-mal die Woche in der Halle stehen. Und die Vanessa ist ja auch voll berufstätig und bei mir mit der Uni und mit dem Arbeiten wird das alles zu stressig. Und dann haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir eine Disziplin weglassen. Und da es ja quasi 2 Gardedisziplinen sind mit weiblicher Garde und gemischter Garde, haben wir uns dann dafür entschieden, beziehungsweise auch mit den Trainern abgestimmt, dass wir gemischte tanzen. Und ja, also ich hätte jetzt eigentlich dieses Jahr dann wieder weibliche tanzen sollen, aber da das ja alles nicht so geplant war und wir ja eigentlich auch schon dieses Jahr wieder auf Turniere wollten, hat sich das dann irgendwie nicht ergeben. Aber jetzt schauen wir mal, so läuft es dann eigentlich bei uns ab. Aber eigentlich hat man auch weibliche zu tanzen, wenn man Mariechen tanzt. Okay. Ich meine, es ist ja auch vernünftig. Ich weiß, dass es in anderen Verbänden so ist, bei Turnieren, dass die sogar nur 3 Disziplinen maximal tanzen dürfen, eben weil das sonst einfach alles viel zu viel wird und weil man auch sonst mit den Startnummern ja irgendwann nicht mehr klarkommt. Ja, es ist teilweise dann schon viel auf dem Turnier. Also wir sind auch schon mit 4 Disziplinen gut bedient. Es gibt ja viele Mädels, die 5 Disziplinen tanzen. Mhm. Ja, davor ziehe ich auch den Hut. Also mir reichen schon 4. Man kommt ja auf gar keinen Fall. Also es wird einem ja nie langweilig auf dem Turnier. Selbst mit 4 Disziplinen ist man ja eigentlich immer nur am Umziehen, warm machen, eintanzen. Es ist ja immer was los. Ja. Das stimmt. Dann gibt es wilde Spekulationen, wie die Schneiderin heißt. Jolien heißt sie nicht. Mehr verraten wir vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt noch eine andere Frage. Moment, jetzt hängt ihr gerade. Ich verstehe euch gerade nicht. Jetzt. Ja, sehr gut. Ja, da ist sie wieder. Ich habe nur gesagt, es gibt wilde Spekulationen, wie die Schneiderin heißt. Jolien heißt sie nicht. Das haben wir schon geklärt. Mehr verraten wir auch nicht vielleicht. Ja, das ist so eine Sache. Mir schreiben ganz viele wegen dieser Schneiderin, aber ja, die hat leider alle Hände voll zu tun und hat uns auch darum gebeten, das Ganze jetzt mal so dabei zu belassen, weil sie halt echt zu viele hat. Verständlich, ja.
Das machen wir. Wir kommen mal zu der Frage, welche Grundvoraussetzungen es bei euch gibt, um bei euch Schautanz mitzutanzen. Also für den Schautanz ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, jeder geeignet, der Spaß am Tanzen hat und der ein bisschen Taktgefühl hat. Ich denke, den Rest, also bei uns ist es ja auch nicht irgendwie so, dass man da einfach eine fertige Choreografie hingeschmissen bekommt und gesagt bekommt, du hast es jetzt so und so zu lernen. Bei uns wird ja wirklich jeder Schritt von Anfang an erklärt. Auch wenn wir den Schautanz mal 2 Jahre tanzen, das gab es ja bei uns auch schon, wird trotzdem im nächsten Jahr für die Neuen nochmal komplett alles von vorne erklärt. Also ich denke, das kriegen die meisten hin. Große Grundvoraussetzungen gibt es bei uns nicht, irgendwelche Anforderungen. Ich denke, Spaß am Tanzen und ein gewisses Taktgefühl und dann der Rest wird sich ergeben. Ich glaube, man merkt da ja relativ schnell, ob man da Spaß dran hat oder ob man da talentiert ist, beziehungsweise ob man das einfach auf die Reihe bekommt. Ich denke, das werden die meisten relativ schnell selbst merken und auch so. Es gibt auch bei uns das Angebot, dass es eine zweite Gruppe quasi gibt in der Woche, wo einfach nochmal die Schritte wiederholt werden für die, die sich noch nicht so sicher sind, im Haupttraining quasi. Deswegen kriegt man schon auf die Reihe bei uns. Gibt es auch viele Möglichkeiten. Wir sind ja so oft in der Halle und da ist immer jemand da, der einem nochmal einen Schritt erklären kann. Deswegen passt das. Das kenne ich auch aus verschiedenen Vereinen, das ist dann wie so eine Nachhilfe quasi in Anführungszeichen. Ja, genau. Es gibt es bei uns schon auch ab und zu. Also wenn wirklich da jemand mal Probleme hat oder auch vor den großen Turnieren, wenn einfach noch ein gewisses Defizit da ist, wo man einfach sagt, okay, komm, wir haben da was umgestellt, wir müssen da nochmal irgendwie nachhelfen oder nochmal ein bisschen ausfallen, wenn sich die Leute unsicher sind, dann gibt es eben nochmal eine zweite Gruppe, wo dann eben zur Zeit, wo die Gemischte oder so trainiert, dann eben nochmal ins Training kommt. Genau. Okay. Da die Zeit schon wieder ganz schön fortgeschritten ist, machen wir vielleicht noch mal 2 kurze Antworten. Ja. Habt ihr jedes Jahr einen neuen Schautanz? Dazu kann ich selbst noch nicht viel sagen, wenn ich ehrlich bin. Durch die ganze Sache mit Corona sind wir ja quasi voll rausgeworfen worden und ich denke, das liegt jetzt erstmal in der Hand der Trainer, wie es aussieht. Ich kann dazu gar nichts sagen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß da noch gar nicht, wie es abläuft. Wir haben auch bisher noch nicht irgendwie eine Sitzung gehabt oder so, weil man sich ja nicht treffen darf. Deswegen, das wird sich jetzt alles klären, wenn sich das mit dem Corona mal wieder ein bisschen beruhigt hat, denke ich. Genau. Und ob du selbst auch trainierst, also Trainerin bist quasi? Ja, seit 2 Jahren bin ich jetzt selbst Trainerin. Also ich trainiere in Mariechen, die Melanie Wörner, die tanzt auch bei uns im Verein. Ja, macht mir auf jeden Fall auch mega Spaß. Und ja. Aber nicht, also bisher nur die Melanie einmal die Woche. Genau, die ist ja bei mir in jedem Training dabei. Deswegen ist es dann auch locker, wenn man mal sagt, komm, wir können an dem Tag nicht. Dann macht man am anderen Tag vor der Garde oder vor der Gemischten. Die tanzt eben auch alles. Deswegen, ja, passt. Okay, und das noch, wie lange du pausieren musstest nach deinem Muskelfaserriss? Ich musste leider feststellen, dass ich relativ lange Pause machen musste, dadurch, dass ich halt eben erstmal weiter trainiert habe, weil ich mir das selbst eben nicht so ganz eingestehen wollte, dass man da so lange Pause machen muss. Ich habe eben dann noch Süddeutsche und Deutsche getanzt, halt eben im Mariechen, komplett abgespeckte Version. Ich konnte keine freie Akro mehr machen und Beinführungen gingen auch überhaupt nicht in der Seite. Garde habe ich dann halt eben trotzdem getanzt und habe da halt alles mitgemacht, was irgendwie im Tanz war. Und musste dann tatsächlich, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um wieder richtig ohne Schmerzen irgendwas machen zu können. Habe dann erstmal komplett pausiert und habe dann zur Überbrückung quasi, weil ich auch einen neuen Verein gesucht habe, ich glaube, 3 Monate mal ein bisschen geturnt einfach, beziehungsweise war in einem Turntraining dabei, um einfach mich wieder zu dehnen und wieder ein bisschen Kraft aufzubauen. Also es hat schon länger gedauert. Aber zum Glück gehe ich jetzt alles wieder. Ja, zum Glück. Genau. Okay, dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit schmeißen wir dich raus. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du die Fragen so tapfer beantwortet hast. Gerne, gerne. Genau. Dann euch noch viel Spaß und ich verfolge das Ganze jetzt als Zuschauer. Sehr gut. Vielen Dank. Also, ciao. Ciao. Okay, dann schmeißen wir Ilaria raus. Sie hat sich schon selber rausgeworfen, sehr gut, und versuchen es mit der Vanessa nochmal. Ich suche sie. Upsi, wo ist sie denn hin? Na, wo ist sie denn? Da ist sie. So. Hoffen wir mal, dass Vanessa ihr Internet gefunden hat.
So, wir warten auf V. Ganser. Steht hier mit 3 Punkten. Mal schauen. Ich hoffe, dass es dieses Mal glückt. Wir hatten sie ja schon mal. Da ist sie. Sehr gut. Hast du dein Internet gefunden? Ja, Sehr ich hoffe, gut, es funktioniert okay. jetzt. Ja, okay. Gut. Haben wir dann schon Fragen an Vanessa? Mit Sicherheit. Wir haben ja auch vorab schon ein paar Fragen bekommen, ne? Ja, also wir hatten ja auch über unsere Story schon ein paar Fragen bekommen. Machen wir doch gleich mal weiter mit einer kleinen Rückschau. Was hattest du dir vorgenommen für die deutsche Meisterschaft, die dann leider ausgefallen ist? Ja, also vorgenommen habe ich mir erstmal auf die deutsche Meisterschaft zu kommen. ja, die deutschen Meisterschaften haben ja noch ausgestanden bei uns Großen. Und ja, wie gesagt, also durch meine Verletzung war dieses Jahr eigentlich hauptsächlich mein Ziel, auf die Deutsche überhaupt zu kommen. Genau, weil bei dem Starterfeld, was bei uns Aktiven da abgeht, das ist schon ein Erfolg, überhaupt bei den Meisterschaften mitmachen zu können. Und ja, wie gesagt, ich habe mir da keine großen Ziele irgendwie gesteckt jetzt an der Deutschen. Ich wollte einfach nur Spaß haben und ja, überhaupt hinkommen. Okay, dann haben wir die Frage, wie alt bist du und was machst du beruflich? Das geht beides schnell. Ich bin 25 und habe eine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht. Und ja, bin auch fertig mit der Ausbildung. Okay, das habe ich jetzt hier auch schon zweimal durchploppen sehen oder dreimal sogar. Du trainierst die Ilaria, ne? Genau. Genau, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Zwei Mädels, die so gut miteinander, so freundschaftlich miteinander unterwegs sind, kommt da überhaupt was bei rum im Training? Ich glaube, die Ilaria oder in dem Interview haben wir ja schon ein bisschen darüber erzählt. Ja. Also wenn wir uns länger nicht gesehen haben, dann nicht wirklich, weil da sind wir mehr am Quatschen wie am Trainieren. Aber doch, ich glaube, wir sind ein gutes Team und ja, ich glaube, wir machen das ganz gut zusammen. Läuft. Der Blick gibt euch ja auch recht. Ja. Es geht ganz oft um Verletzungen irgendwie heute. Die Caroline fragt, was hattest du für eine Verletzung? Und die Lilly fragt noch hinterher, was du deine schlimmste Verletzung gehabt hast. Was meine schlimmste Verletzung war, oder was Deine war? schlimmste, Ja. genau. Ja, ich hatte schon Verletzungen, wie man jetzt dieses Jahr gesehen hat. Ich hatte schon mehrere Bänderrisse, wobei jetzt die schlimmste Verletzung, die dieses Jahr war. Genau, es war ja auch ein Bänderriss und eine Sehne gerissen und am Knochen was abgesplittert. Also eigentlich war der ganze Fuß kaputt und musste ja dann operiert werden, leider. Und habe dann ja ein ganzes halbes Jahr ausgesetzt. Also ich durfte knapp 11 Wochen habe ich gar nicht belastet, meinen Fuß. Also bin ich an Krücken gelaufen. Und ja, das war schon meine schlimmste Verletzung jetzt. Das klingt schon hardcore, ja. Wie lange braucht man da, bis man wieder fit ist? Lange. Sehr lange. Also ich und Robin haben ja dieses Jahr auch ja nicht wirklich viel trainiert, weil es auch eben gesundheitlich gar nicht ging, auch mit dem Fuß. Mein Fuß ist jetzt noch nicht so, wie er vorher war. Und ja, man weiß auch gar nicht genau, ob es überhaupt noch mal so wird, wie es vorher war. Also ein schmerzfreies Training geht gar nicht. Genau, dadurch waren wir zwar ja auch froh, dass wir überhaupt dieses Jahr überhaupt tanzen können. Und ja, also man braucht sehr, sehr lange, durch das, dass alle Muskeln weg sind. Also mein Bein war nur noch die Hälfte von dem anderen Bein. Ich hatte nur noch so eine Wade, da war gar nichts mehr da an Muskeln. Und das wieder aufzubauen, das dauert schon sehr, sehr lange. Was ist denn passiert? Habe ich hier jetzt schon ein paar Mal als Frage gesehen. Wie kam es denn zu dieser Verletzung? Ja, also ich habe mit meinem Tanzpartner haben wir ein paar neue Sachen ausprobiert und genau dadurch aus einer Hebung blöd runtergekommen und genau, also von oben runter komplett weggeknickt. Kann passieren. Ja. Ja. Unser Sport ist ja nicht ganz risikoarm. Das stimmt, das stimmt. Kommen wir nochmal zur deutschen Meisterschaft, die ja nun leider nicht stattgefunden hat. Aber hätte sie stattgefunden, wer wäre denn aus deiner Sicht deutsche Meisterin bei den U15 Mariechen geworden? Also meine Favoritin dieses Jahr war die Lorena Ruthardt und der hätte es auch von ganzem Herzen gegönnt.
genau, wir haben uns auch in Trier getroffen, weil wir sind ja trotzdem noch nach Trier gefahren, obwohl die Süddeutschen ausgefallen sind. Und ja, da haben wir uns getroffen. Da habe ich ja auch nochmal gesagt, dass es ja mir so leid für sie tut, weil ja, sie hat ja auch schon mehrere Verletzungen gehabt. Und also ich hätte es ihr wirklich mal gegönnt, ganz oben zu stehen. Und ja, echt schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat. Ich muss sagen, mit diesem Tipp hätte ich mich tatsächlich angeschlossen. Vor allen Dingen ist lustig, dass wir die Lorena ja auch auf dem Video auch schon hatten, obwohl sie da ja noch gar nicht so über Marien angestiegen war. Ja. Genau, ist lustig. Also hätten wir es geahnt, aber gut, jetzt müssen wir dann die nächste Saison schauen. Da werden die Karten neu gemischt. Genau. Ja, genau. Aber sie hat ja schon so lange gekämpft, war eigentlich auch schon so oft unter den ersten drei. Und dieses Jahr hätte sie es schaffen können, deswegen hat mir es für sie sehr leid getan. Oder auch für alle, die um den Titel da gekämpft hätten. Ja. Auch viele, die sich irgendwie so zum ersten Mal qualifiziert hatten, jetzt zum Norddeutschen oder Süddeutschen. Das ist natürlich auch nochmal doppelt bitter, wenn man da so dahinter war und so gebissen hat. Und wir wissen ja alle, was da dahinter steckt. Das ist schon traurig. Naja. Ja. Genau, der Akrobatik-Fuchs schreibt noch, Grüße an Sydney. Er sagt, kuriere das ordentlich aus, mach gescheites Aufbautraining und dann kannst du auch bald wieder lustig über die Bühne hüpfen. Und keine Angst, was man einmal gelernt hat, verlernt man nicht. Wie Fahrradfahren. Wie Fahrradfahren, also genau. Daran schließt sich die Frage an, kann man mit 16 Jahren noch einen Rückwärtsbogengang erlernen? Ich denke, wenn man was lernen will, kann man das auf jeden Fall immer noch lernen, ja. Genau. Da kann vielleicht auch der Akrobatikfuchs gleich drunter posten. Der ist da der Experte. Das heben wir uns auf für den Talk mit dem Akrobatikfuchs. Den haben wir nämlich auch nicht geplant. Genau. Genau. Okay. An Aufhören ist bei dir aber auch noch nicht zu denken, oder? Mit vorsichtigen Fragezeichen gefragt. ja, ich bin jetzt 25, was ja eigentlich noch sehr jung ist, aber in dem Sport eigentlich auch schon wieder sehr alt, zumindest bei den Einzeltänzer. Und ja, wenn man mal so über die deutsche Meisterschaft guckt, gehöre ich ja jetzt doch schon zu den Ältesten. Und ja, also klar denkt man da so langsam ans Aufhören, auch wenn die Knochen immer so mitmachen, wie man das gerne hätte. Ja, aber ich kann sagen, dass ich eine Kampagne, also dieses Jahr auf jeden Fall nochmal an den Start gehe. Ja, aber ans Aufhören ist schon langsam schon zu denken. Okay. Gut. Ein paar nächste Saison dann auch wieder, oder? Ja. Ja. Hm. Das ist eine interessante Frage, wie ich finde. Bleibt ihr deutscher Meister? Im Endeffekt schon, ja. So, stimmt. Ja. Oder? Wenn keine deutsche stattfindet. Ja. Stimmt, ja, eigentlich schon. Da habe ich mir auch noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Ja, stimmt. Dann seid ihr quasi die Ersten, die ohne deutsche Meisterschaft zweimal hintereinander Meister geworden sind. Oder so. Ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen, sei nicht traurig, du bleibst deutscher Meister. Ja. Ja, aber man hätte sich natürlich trotzdem eine deutsche Meisterschaft gewünscht. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen in Erfurt, das ist ja bei uns um die Ecke. Ah, es wäre unsere Heimat. Waren wir ja auch schon ein paar Mal. Ja, stimmt. 2014 war das letzte Mal in Erfurt, meine ich. Ne? Und 2007. Ja. Ja. Da warst du auch schon dabei, ne? Ja. Oh ja. Krass. Da sieht man mal, wie lange die Vanessa eigentlich schon ganz, ganz oben. Wie alt ist das? Ja, man kann es so sehen, man kann es so sehen. Ja. Ja. So, da gibt es noch die Frage, wer war eure größte Konkurrenz im Show? Showtanz. Oh Gott, jetzt von uns direkt oder von den, ich sage jetzt mal, von den ganz, ganz Guten im Showtanz. Also ich habe ja dieses Jahr auch gar nicht selbst mitgetanzt, ja, aufgrund der Verletzung. Und da habe ich die Gruppen erstmal, also gemischt, da habe ich ja dann trotzdem noch getanzt. Aber im Showtanz habe ich gesagt, da, ja, das lasse ich erstmal dieses Jahr. Und meine Schwester schreibt gerade. ja, also ich denke mal, um den Titel hätte wieder Röttenbach gekämpft. Also die sind ja, der Schauspieler ist mega und die hätten das bestimmt auch wieder gewonnen. Ja, wer jetzt unsere direkte Konkurrenz war, weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Okay. Genau. Oh, wenn du irgendwann aufhören solltest, möchtest du dann weiter Trainerin bleiben? Also ich glaube, so ganz aus dem Sport verschwinden kann man nicht, so, wenn man das schon so lange oder sein ganzes Leben lang macht. Ja, klar, wenn sich da was ergibt, auf jeden Fall als Trainerin weitermachen. Ja, ich habe auch immer gesagt, wenn ich selbst nimmer aktiv tanze, dass ich mir dann auch irgendwie so, ja, so ein kleines Solistenteam oder irgendwie so aufbaue. Aber ja, jetzt fehlt da einfach die Zeit, um mehrere Mariechen zu trainieren. Ich habe ja auch nur die Ilaria, die ich fest trainiere. Genau, weil mir einfach da die Zeit fehlt. Außerdem, das haben wir ja auch schon in der Garde und Tor 16 verkündet, möchte ja Ilaria so lange weitermachen, bis sie mit 30 vielleicht deutsche Meisterin ist. Genau. Dafür bist du dann als Trainerin mitverantwortlich. Genau. Gut, es kommen noch Fragen rein. Genau, die Kostümfrage kommt auch bei dir wieder. Gibt es auch ein neues Kostüm? Oder da du ja jetzt nicht getanzt hast, großartig, behältst du das alte oder gezielt dir ein neues Kostüm? Also viele haben ja gesehen, dass ich mein Kostüm, mein Mariechenkostüm verkaufe. Das habe ich ja hier auf Okay. Instagram online gestellt. Da Mhm. kamen dann auch viele Fragen, ob ich aufhöre zu tanzen. Nein, ich höre nicht auf. Ich hatte das Kostüm zwar nur wirklich nur einmal dieses Jahr an. Aber ja, wenn jeder, der Mariechen ist, kennt es. Man will jedes Jahr was Neues. Und wenn sich die Chance ergibt, das Kostüm zu verkaufen, dann ja, werde ich mir auch ein neues schneidern lassen. Aber ja, wenn man das nicht verkauft, dann werde ich das wahrscheinlich noch behalten. Da kommen ganz, ganz viele Herzchen an der Seite reingeploppt. Ich nehme an, dass ich irgendwie ein Käufer bin für dieses Kostüm. Zumindest wenn wir das an den ganzen Herzen an der Seite hier bemessen können. Genau. Die Frage können wir, glaube ich, auch noch stellen. Wie bist du zum Tanzen gekommen? Durchs Tanzen bin ich, zum Tanzen bin ich durch meine Schwester, durch meine größere Schwester, die guckt, glaube ich, auch gerade zu, gekommen. Ja, die hat ja früher auch Tanzpaar getanzt und Mariechen getanzt. Auch erfolgreich mit dem Enrico Menico. Hallo Den Markus. alten noch Begriff. Ja, genau, ist vielleicht auch einigen noch ein Begriff, der Enrico. Ja, und mein Papa war da allerdings dagegen. Also ich wollte auch unbedingt ein Tanzmariechen werden. Genau, mein Papa war da aber dagegen und hat gesagt, eine reicht, die das macht. Und ja, wie das als kleine Schwester natürlich ist, wollte ich das dann unbedingt machen und habe so lange genervt und hat er gesagt, okay, wenn du das Rad kannst, dann darfst du auch Tanzmariechen werden. Also habe ich nur noch Räder geschlagen und oder habe es zumindest versucht. Und 3 Tage später habe ich gesagt, so Papa, ich kann jetzt das Rad. Und er dachte sich, oh Gott, nicht noch eine. Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben. Dein Papa ist ja auch euer Akrobatiktrainer, ne? Ja. Okay, ja, Also das ist natürlich. habe ich auch Kunsttouren gemacht, 3 Jahre lang. Und genau, dann habe ich damit aber aufgehört und ja, eigentlich habe ich alles von meinem Papa gelernt. Liegt in der Familie, liegt im Blut quasi. Ja. Also selbst kann er es, glaube ich, nicht. Aber er kann es gut heben, ja. Die Katharina schreibt noch, nicht du, eine andere Katharina. Vanessa, du bist ein toller Mensch, so viele Jahre so weit oben getanzt und immer auf dem Boden geblieben. Ah, oh, Das süß. ist toll. Ja, die kleine Saphira. Ihre Tochter trainiere ich auch ab und zu. Ach, Springt die auch so rum. Wartenhörnung ist es dann wahrscheinlich, ne? Genau. Da sind wir ortskundig, weil das ist auch bei uns in der Nähe in Ja, Thüringen. aber das freut mich immer zu hören, sowas. Ja, das ist echt eine ganz süße kleine Maus, habe ich auch schon gesehen. Wie lange hast du gebraucht, um die Akrobatik zu lernen? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Aber jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich jetzt nicht so das Akrobatik-Wunder bin. Also ich würde sagen, dass ich immer nur nicht so kann. Aber boah, ich weiß es gar nicht. Wie lange ich dafür gebraucht habe, kann ich gar nicht sagen. Hat sich vermutlich so ein bisschen auch entwickelt, nehme ich an, wenn du Genau. im Grundschulalter angefangen hast, zu Hause die Räder zu schlagen, dann war das ja im Prinzip schon die erste Akrobatik. Ja, also ich weiß, dass ich eigentlich alles recht früh konnte. Also mit 8 habe ich ja auch schon Manny Kelly ein Flick-Flack-freies Rad.
Also es ging eigentlich schon ziemlich schnell. Mit 6 habe ich ja angefangen. Genau. In dem Alter hat man ja auch noch keine Hemmungen, irgendwas rückwärts zu springen. Ja. Was gibt es noch? Hast du schon mal in einem anderen Verein getanzt? Ja, und zwar, ich habe ja früher im Böhl getanzt, beim Karnevalsverein Böhler Hensching. Da bin ich ja auch groß geworden. Und ja, dann gab es, wie es in jedem Verein mal so ist, ein paar Unstimmigkeiten. Und ja, für mich gab es dann auch nur einen Verein, der in Frage kam, wohin ich wechseln soll. Das war dann der Folrio, weil dort ja meine Trainerin sehr aktiv ist. Und ja, und dann bin ich zum Folrio gewechselt. Noch eine Frage aus unserer Instagram-Story. Wo findest du deine Musik? Ach ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht geklärt. Ja, das ist immer so eine gute Frage, jedes Jahr aufs Neue. Also hauptsächlich ist das viel Rumgesuche auf YouTube oder Spotify. Also nach allen möglichen Titeln einfach sich durchklicken und reinhören. Also ich kann da auch speziell gar nicht sagen, na, was ich da suche. Das ist eigentlich immer so ein Glückstreffer, so eine Musik zu finden. Aber das ist stundenlanges oder wochenlanges Suchen. Okay. Geht ein bisschen schneller als die Kostüme von Hilaria. Ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal noch 5 Minuten. Wer noch eine Frage hat, der soll sie jetzt stellen. Gibt es irgendeine Akro, die du nicht kannst? Also eine Schraube kann ich nicht. Habe ich früher mal im Turn gesprungen, aber auf dem Boden, nee. Sollte ich nee. Das kann ich nicht. Also ich kann normalerweise freien Vorwärtsbogengang, freies Rad, freier Many, Many, Flickflack. Was gibt's noch? Ich weiß, was ich nicht kann. Freies Rad auf beiden Seiten kann ich tatsächlich nicht. Was ist denn deine Lieblingsseite und deine schlechte Seite? Nach rechts ist Lieblingsseite und links. Ja, yeah, Team rechts. Genau, also linkes freies Rad kann ich tatsächlich nicht. Ja, das ist nicht aber zu glauben, aber auf dem Fall, ne? Ja, jetzt ja. Weiß es jeder. Jetzt wissen es die Jurymitglieder auch, na toll. Ja. Nee, Quatsch, man muss ja auch immer nicht alles mit jeder Seite können, meine Güte. Dann gibt es auch noch eine Frage, wie gestaltet ihr euer Mariechentraining? Unser Mariechentraining, ich weiß gar nicht, ob Silaria vorhin schon erzählt hat, ist relativ locker. Ja, also wir treffen uns einmal in der Woche, wirklich jeder für eine Stunde, da wir halt anders auch gar keine Hallenmöglichkeiten irgendwie haben. Wir haben die immer wirklich für jeden eine Stunde. Und ja, wir machen uns zusammen warm. Meistens ist es 1 bis 2 Mal durchtanzen und dann wird halt viel am Tanz gefeilt oder nochmal die Akroteile durchgegangen. Meistens nochmal dann auf Stücke alles durchgetanzt, dass man immer dann Pause macht, wenn irgendwas nicht so war, wie es sein soll. Und genau, und dann am Ende nochmal die Schritte alle durchtanzen und das war es dann auch eigentlich schon. Also es ist wirklich relativ locker bei uns. Dann vielleicht noch ein paar kurze Antworten. Suchst du deine Musik selber aus? Also die ganzen Jahre hat es meine Trainerin gemacht. Also eigentlich suchen wir die auch immer jetzt zusammen aus. Oder wenn sie irgendwas Tolles findet, schickt sie es mir. Oder wenn ich was Tolles finde, schicke ich es ihr. Und genau, aber eigentlich suchen wir die schon zusammen aus, dass es auch passt, dass es auch ihr gefällt, weil sie muss ja den Tanz stellen. Und ja. Und welche Voraussetzungen gibt es, um bei euch in der Garde zu tanzen? Vorhin hat man schon den Schautanz. Also ich denke, dass es bei uns jetzt keine großen Voraussetzungen gibt. Also einfach mal vorbeischauen und ja, sich das Training anschauen. Und genau, dann wird man ja sehen, ob man da eher gut mitkommt. Oder wenn nicht mal ein Jahr, wenn es noch nicht reicht, vielleicht hinten dran mal mittanzen oder mitprobieren. Aber bei uns gibt es jetzt speziell keine Voraussetzungen, also dass man das unbedingt können muss. Genau, das wird man dann sehen. Bisschen Ehrgeiz, dann wird's ja schon. Und dann kommt hier eine Frage, das finde ich eine schöne Abschlussfrage. Bist du ein Faschingstyp oder tanzt du nur Turniere? Ich muss sagen, ich bin
beides. In meinem früheren Verein war das ja eher, also noch mehr Fasching, und ich muss sagen, das fehlt mir auch ein bisschen. Klar, der Turniersport, das ist schön, aber so das, ja, Fasching feiern, das fehlt schon. Also ich muss sagen, ich bin beides. Aber hauptsächlich, ja, klar, der Ehrgeiz an Turnieren und so, das ist, ja, das ist schon, ich glaube, eher meins, wie jetzt so Auftritte nur tanzen. Also ohne Turniere, glaube ich, ja, ging das auch nicht. Aber so Fasching feiern tue ich auch gern. Ist ja schön, wenn man beides unter einen Hut bekommt. Genau. Aber Fasching dann eher zum Feiern als zum Tanzen. Okay, wunderbar. Sehr schön. Haben wir, war es dann jetzt an Fragen, ne? Okay, dann haben wir alles durchgearbeitet, in Anführungsstrichen. Bedanken uns ganz herzlich bei dir für deine Zeit auch. Ja, ich bedanke mich bei euch. Sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, darf man dich raus? Ja. Vielen Dank und bis bald. Wir hoffen, dass wir dich ganz bald wieder auf der Turnierbühne sehen können. Danke. Tschüssi. Tschüss. Ciao. So, das war unser zweiter Live-Talk mit Vanessa Ganser und Ilaria Vitolano. Wir freuen uns auch auf Feedback, wenn ihr uns dazu noch was sagen wollt, was ihr toll fandet, was ihr nicht so toll fandet. Immer gerne her damit. Wir machen das auf jeden Fall noch ein paar Mal, halten euch da auf dem Laufenden. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über Vanessa und Ilaria, ich habe es vorhin schon mal empfohlen, die Garde und Show 16, da steht eine 6-seitige Story über die beiden drin. Auch noch ein paar interessante Anekdoten, die wir hier jetzt vielleicht nicht erzählt haben. Genau. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Und zwar am Sonntag werden wir zusammen mit unserem Partner DanceFit die Workshop-Saison einläuten. Und zwar auch virtuell bei Facebook. Und wenn es klappt, ich hoffe, dass die Techniker von DanceFit da noch eine Lösung finden, gleichzeitig bei Facebook und bei Insta. Wenn es nicht gleichzeitig klappen sollte, wird es aber auf jeden Fall auf beiden Kanälen auch hinterher hochgeladen, sodass ihr dann euch am Sonntag mit den virtuellen Workshops begnügen könnt. Viel Spaß, eine schöne Woche noch und wir sehen uns. Tschüss.